Okay, hallo, zu einem weiteren Live-Blitz-Game hier auf ICC. Romy Rask, als mein Gegner für Schweden. Ziemlich stark in 15 Minuten, knapp 2000. Mein Ziel ist hier wieder E4 einigermaßen gut zu positionieren. Darum dann jetzt hier die Figuren so positionieren, dass E4 stark gedeckt ist. Stossen. Jetzt E4 schon direkt. Ich glaube, es ist nicht schlecht, ja. Die Frage ist, dass ich Läufer, ja, er schlägt schon. Jetzt hier den Springer ein bisschen anbinden. Ich kann natürlich den F-Bus stoßen. Macht er aber nicht. Dann da B5 verhindern. Okay, jetzt hat der F-Bur gezogen. Ich gehe hier zurück. Wenn er will, kann er seinen E-Bur auch noch nachziehen. Das wäre zwar kein Problem. Ich spiele B4. Hier etwas mit Abendvögel machen könnte. Das Einläufer ist irgendwo noch blockiert zurzeit. Okay. Der Falter schlägt nicht mehr mit der Dame. Er hat keinen Stoß mehr. Ja, jetzt. Was haben wir da noch? 3 Minuten noch. Das ist nicht gut. Ich probiere da. Ist zwar ein bisschen riskant. Okay, er macht auf dem Königsflügel noch mehr zu. Mein Läufer ist hier in Trouble. He? Ich muss den erst abtauschen. Das ist immer der Futsch. Dann haben wir da die Gepur angegriffen. Ich könnte allenfalls D6 spielen und dann hier mit dem Bauer da ein bisschen Vorstoss wagen. Wobei er schlecht deckt, ist gar nicht so eine gute Idee. Okay, das hat er jetzt sowieso verhindert. Jetzt machen wir an, versuchen wir erst das Ja-Flügel zu öffnen. Greifen wir den Läufer an. Die Dame ist auch angegriffen, das machen wir mit der.
Das ist ganz heiß, dunkel zu viel, aber ja, ich glaube, ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Es wird dann noch knapp. Okay, ich versuche jetzt ein bisschen zu blockieren, dass ich seine Bauern wand da. Aha. G5 angegriffen. Okay, er schlägt da. Ja, das sieht nicht so nett aus. He? Ich komme mit dem Springer nie hin. Ja, das sieht ganz schlecht aus. Muss ich da irgendwie noch so eine Verzweiflungstat machen. He? Ich gebe noch nicht gerade auf. Ich habe zwar nur noch 1 Minute und 19 Sekunden, ist auch noch knapp. Ich hätte eigentlich auch den König ziehen und dann auch hier zurückschlagen können. Kann ich zwar jetzt noch. He? Okay, greift sogar mit den Armen den Bauer an. Ja, das kann ich nicht mehr heben. Von dir, matt. Okay, ich gebe noch auf. White resigns. Probieren wir es noch einmal. Game started. So, hier. Heißt mein neuer Gegner. Wir machen den Sizilianisch. Okay, ich probiere da die beschleunigte Drachen-Variante zu spielen. Das heisst, wenn ich dazu komme, spiele ich D5 direkt. Aha. Das ist da etwas Spezielles. Ich glaube, ich ziehe gleich den Springer. Ja, so geht es auch nicht. Da die vorzogene und beschleunigte Drachenvariante, das heisst, ich muss D6 spielen. Es hat viel Material, das auf D5 zeigt. Ich greife da seinen Springer an. Okay, springen zurück. Das ist nicht weiter schlimm. Die Türme sind ja verbunden. Wenn er jetzt nichts macht, wird er wahrscheinlich hier auf B3 schlagen. C3, sorry. So nicht. Weil er kann ja mit der Dame zurückschlagen. Das greifen das Feld ein bisschen mehr an. Okay, jetzt haben wir den doppelt angegriffen, das heisst, er kann nicht mit der Dame zurückschlagen. Also gar dreifach. Ich glaube, ich war gesehen, ist er so. Der Läufer ist ja auch noch am Hangen.
Falls er jetzt mit der Dame zurückschlägt. Ja. Könnt ja so. Ja, genau. Jetzt kommen wir mit dem Turm immer auf den Läufer rein. So natürlich nicht. Ja. Aber es sind wieder zwei Figuren am Hangen. Okay, springen futsch. Dann wieder eine ausgeglichene Lichtfigur, aber ich habe einen Bauer mehr, glaube ich. Oder wie viel hat er? 5, ich habe 6, 7. Jetzt noch 6. Gut. Jetzt muss ich auf diesen Bauer schauen, sonst ist das Material wieder da hin. Ich glaube, ich stoße den. Wobei, das ist dahin auch gerade geschwächt. Bleibt mir nur gerade der übrig. Das ist zwar auch ein sehr schwacher Zug, aber. Machen wir den. So, ich muss da irgendwie aus der Grundlinien-Geschichte raus, da. Nicht, dass man da noch den Springer gefesselt wird. Okay, jetzt greift der Turm an, gleichzeitig zwei Läufer. Das heisst, ich kann wahrscheinlich nur hier bedecken und dann kann ich die Linie öffnen. So, ich denke, er wird jetzt E1 spielen. Nein, macht es nicht. Okay. Dann ist der Turm futsch. Wenn wir doch können so Fehler provozieren. Und jetzt kann ich da öffnen. White resigns. Okay, er hat gerade aufgegeben. Danke fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ciao.